Ich bin der Flemur Scholle. Wir haben den Donnerstag, den 7. Oktober 2021, und sind hier beim Therme 6. Jetzt haben wir vorhin R angeschaut. R ist gleich Kapitalintensität. Macht das Sinn? Ich habe das vorige Video in zwei geteilt. Warum ist jetzt das hier nicht 6.1, sondern 6.2? Kapitalintensität, ich schaue das gerade nach, ich sehe da auch etwas. Das könnte ich eigentlich. Das sieht eigentlich gut aus, im Sinn von, das kann man so bezeichnen. Das sieht eigentlich, das kann man so, das kann ich sogar bei den vorherigen Lektionen in Beschreib rein tun. Das mache ich jetzt auch gerade. Das sollte ich vielleicht öfters machen, das habe ich bisher nicht gemacht, oder ich mache es nicht, das kann man ja selber suchen. Aber der Begriff, der ist grundsätzlich so, der darf ich so verwenden. Kapitalintensität bedeutet also, wie viel Kapital pro. Also eigentlich ist es verteilt an Mitarbeiterinnen und nicht verteilt an Arbeitsstunden. Aber man darf wahrscheinlich beides anschauen. Es spielt ja, wir haben ja vorhin gesehen, das spielt eigentlich weniger eine Rolle. Wir haben gesehen, wenn die Zahl größer ist, dann ist die Kapitalintensität höher. Heißt also, das verwendete Kapital pro Mitarbeiterin ist dann größer. Wenn wir jetzt sagen wir mal, wir stellen Elektrovelos her, dann wird R für Elektrovelos größer sein als das R für Elektrovelo-Spielsachen. Wenn wir zum Beispiel so Spielsachen erstellen, wo man bei einem normalen Velo irgendwie noch so einen Elektromotor anhängen kann, dann wird die Herstellung davon teurer sein. Also Spielsachen nennen wir das. S ist einfach tiefer, kleiner. Gut, jetzt haben wir das gesehen. Im Modell geht es dann folgendermaßen weiter. Wir haben also mal die Kapitalintensität. Wir haben jetzt das gesehen, die Definition davon. Und dann haben wir noch Kapital an sich. Und das ist, wenn wir jetzt Kapitalintensität nennen, dann ist ja das nichts anderes als R mal L. Nochmal. R gleich K über L. Das ist eine ganz normale Gleichung. Wir haben auf beiden Seiten das Gleiche. Wir rechnen mal L auf beiden Seiten. Dann haben wir da R mal L. Gleich K mal L über L. L und L fällt weg. Also haben wir da eine K gleich R von L. Und L, wie haben wir das definiert? L ist ja immer L von T, L zum Zeitpunkt T. R müsste auch immer zum Zeitpunkt T sein. Ist es auch. Also eigentlich können wir das auch so schreiben, R zum Zeitpunkt T. Also die Kapitalintensität, haben wir ja gesehen, ist unterschiedlich pro Jahr. Und die geht noch hoch, wenn das Kapital hochgeht, oder? Die Anzahl Mitarbeiterinnen runtergeht. Jetzt haben wir hier R, die Kapitalintensität zum Zeitpunkt T mal die Anzahl Mitarbeiterinnen zum Zeitpunkt T. Anzahl Mitarbeiterinnen, da wissen wir,
vom Term 4, dass wir das als dass wir das folgendermaßen schreiben können, und zwar R von T, also Kapitalintensität zum Zeitpunkt T. In einer Funktion sagt man in Abhängigkeit von T. Also in Abhängigkeit von der Zeit. Wir können es auch anders ausdrücken, zum Zeitpunkt T. Und LT, das ist dann L0, also Anzahl Mitarbeiterinnen zum Zeitpunkt 0. Firmen im ersten Geschäftsjahr, sagen wir es so, mal E hoch N von T. Was war nochmal N? Wir haben gesagt, N, das ist das Bevölkerungswachstum. Ich schaue nochmal nachher, stimmt das? Genau, das ist die Wachstumsrate der Bevölkerung. In unserem Fall Wachstumsrate der Anzahl Mitarbeiterinnen. Wir sagen, das ist das Gleiche. Also wir sind ein Unternehmen, ich sage, das ganze Quartier schafft in dem Unternehmen 10 Mitarbeiterinnen, ich und 9 Mitarbeiterinnen. Wir können sagen, wir sind der ganze Kanton oder das ganze Land, also die 9 Mitarbeiterinnen und ich hinzugerechnet, weil ich ja im Geschäft auch noch angestellt bin sozusagen. Also haben wir hier für K folgenden Ausdruck. Das Kapital zum Zeitpunkt K ist die Kapitalintensität mal die Anzahl Mitarbeiterinnen. Das ist ein einfaches Zahlenbeispiel. Wir haben hier ausgerechnet 5. Wir haben 10 Mitarbeiterinnen im Geschäft. Heisst, von was kommt 5? Also zusammen ist das Kapital in dem Fall bei 50. Und von was kommt 5? Und 5 kommt ja von, wir haben vorher das Beispiel 100 und verteilt an 20'000 genommen. Wenn wir also vorher 100'000 verteilt an 10 Mitarbeiterinnen gerechnet hätten, dann wäre die Kapitalintensität bei 10'000 gewesen. Also muss ich da wieder 10'000, muss ich da R 10'000 schreiben. Mal 10 Mitarbeiterinnen. Ich mit zugerechnet. Jetzt haben wir da die 10'000. Wie kommen die 10'000 zustande? Das ist ja eben 100'000 Kapital. Geteilt durch 10 Mitarbeiterinnen mal 10. Dann fällt das 10 und das 10 weg und K ist eben 100'000. Auch hier 10'000 mal 10 geht 100'000. Also das ist einfach nochmal zurückgerechnet. Das ist jetzt keine grosse Sache da. Es geht mir einfach nur darum, das Verständnis aufzubauen, wieso das jetzt da so steht. Ja? Gut, das ist jetzt mal unsere Funktion. Jetzt leiten wir die Funktion nach t ab. Notation, also die Schreibweise, die lautet folgendermaßen: d von k abgeleitet nach Zeitpunkt t. Wie wenn wir nach x würden ableiten. Das kürzen wir mit einem k-Punkt ab. Zum Zeitpunkt T eigentlich. Das T fällt da weg. Ist es das so, dass wir da nicht zum Zeitpunkt T dürfen dann schreiben? Doch, das dürfen wir, weil wir sehen, dass die Ableitung zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch unterschiedlich ist. Dann leiten wir da unten ab. Das ist, wenn wir Mühe hat damit, einfach durch x ersetzen. R abhängig von x. R abhängig von x können wir im Kopf uns merken, das ist R abhängig von x, das ist Funktion x Quadrat. Mal, einfach weil wir bei x Quadrat abgeleitet, wissen wir immer, das ist 2x. Und, mal L0 mal E hoch n von x. Die Ableitung da.
Das ist Kettenregel. Nein, eine Kettenregel. Multiplikation. Heißt also, wir haben zwei Funktionen. Wir haben gx mal hx. Die Ableitung davon ist g abgeleitet x mal hx plus g von x mal die Ableitung von hx. So sieht das aus. Genau das gleiche machen wir auch vorne. Und dann haben wir das. R abgeleitet nach t. Wir kennen die Funktion nicht, würden wir sie kennen, wenn sie x Quadrat wäre, wäre es 2x, wenn es t Quadrat wäre, wäre es einfach 2t. Wir kennen es nicht, also können wir das folgendermaßen einschreiben, dr nach dt abgeleitet, mal l von 0, l von 0 rechnen wir zur zweiten Funktion an, wir können das aber eigentlich auch zur ersten Funktion anrechnen. Hinzufügen, das spielt keine Rolle. Wenn wir es zur zweiten Funktion anrechnen, dann schreiben wir hin. Jetzt kommt hier hx, also L0 mal e hoch n von t. Das ist der erste Term. Dann schreiben wir plus hin. Dann kommt g von x, in unserem Fall r von t, also schreiben wir einfach r von t hin, mal der zweite Term abgeleitet. Wie wird e hoch n t abgeleitet? E hoch nx. Wir schauen oben rein. Die innere Funktion ist immer die innere Ableitung mal die äußere Ableitung. Verkettenregel mit, wie nennt sich das? Ableitungsregel. Die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Die äußere Ableitung von e hoch nt ist nochmal e hoch nt mal die innere Ableitung, das ist der Bereich hier oben, nach t, also n mal x, die Ableitung von nx ist einfach n. Weil n hoch x, das ist 1, und dann haben wir dann 1 mal n mal x hoch 0, und x hoch 0 ist 1. Also, und 1 fällt auch weg und hier auch, und dann haben wir einfach n, also mal t. L0, das nehmen wir einfach mit. Nehmen wir da L0 mal e hoch nt. Ich schreibe es gerade mal neu und grösser. Wenn ich das jetzt richtig schreibe, und das n natürlich, das habe ich jetzt vergessen, das darf ich nicht vergessen. Das ist dann mal da hinten mal die innere Ableitung n. Jetzt nehme ich da noch meine Hilfsnotizen weg. Rx, das können wir alles wegnehmen da hinten, das brauchen wir nicht. E hoch nt mal n. Wir wissen, der Term hier dr von t, das ist r Punkt, das können wir als r Punkt abkürzen, r Punkt. Mal L0 mal E hoch NT plus R von T mal L0 mal E hoch NT mal N. Oder wie das hier da dargestellt wird, da wird die Reihenfolge ein bisschen geändert, aber das spielt weniger eine Rolle. Ich will die Reihenfolge eigentlich nicht ändern. Mir gefällt das R vorne dran. Ich sehe, das Beste, was wir machen können, ist N noch für ein und. Dann haben wir R0 mal R Punkt mal L0 E hoch N von T plus, und dann nehmen wir dann noch das N ganz vorne, N mal R von T oder einfach nur R mal L0 E hoch N T. Das ist jetzt der neue Ausdruck. Und der wird nachher eingesetzt. In die Funktion, nicht in die Funktion, sondern in Term 5. Das machen wir in der nächsten Lektion. Gut.